Hallo und herzlich willkommen bei unserer nächsten Sims-Folge. Wir sind jetzt bei Sims-Folge 61 und wir haben beim letzten Mal die ganzen anderen Sims entsorgt. Die wohnen jetzt in der Familie Bach und wir sind jetzt noch mit Cheria und Carol praktisch hier im Haus. Die beiden sind jetzt komplett alleine. Es liegen noch die ganzen Hausaufgabenheftchen hier rum, sehe ich gerade. Die schmeiße ich mal in die Tonne. Hat Carol seins? Ich schau mal kurz. Das brauchen wir. Da hat er seins. Der Rest kann... Zack. Möchte der nicht? Dann verkaufen wir die. Zack. Jo. Zack. Hier. Das und der Rest wird abgespült. Spüle. Spüle. Und so. Wir haben, wie gesagt, nur noch Cheria und Carol. Carol ist wach. Und mit Carol arbeiten wir an seiner Karriere. Weil Cheria ein Kind oder Enkelkind an der Spitze einer Karriere erreichen lassen will. So, das ist etwas schwierig, aber das kriegen wir hin, denke ich. Er muss, das hat er abgeschlossen. Da wird er besser. Und er muss noch ein paar Comedy-Auftritte. Ist er denn müde? Nee, dann soll er mal oben einen Comedy-Auftritt verfassen. So, einmal Comedy. Kurzen Auftritt verfassen. Es ist Donnerstag und ja. Mit Cheria werden wir den Tag über wieder irgendeinen Typen angrabbeln und mit Carol werden wir ja an seinen Skills arbeiten und seinen Beruf vorantreiben. In 11 Stunden muss er arbeiten. Er ist ein bisschen schläfrig. Wir machen den Auftritt jetzt eben noch fertig. Ah, er hat schon einen. Ja, jetzt kann er kurz noch schlafen. Und die Zeit spult vor. Ah, bis fast 10 Uhr hat Cheria geschlafen. Das ist mal ein Leben, so arbeitslos. Und nur eine Karriere kriegst du nicht. Du darfst jetzt was essen, genau. Nimm dir einfach ein Stück Torte. Und dann suchen wir uns mal einen Mann. Haben wir nicht noch einen hier? Wir haben Viktor Gerlbauer. Ich muss mal gucken. Ich glaube, mit dem haben wir noch gar nichts. Ne? Kein Kind. Viktor, ja, das ist der 18. Mann, den wir letztens angebändelt haben. Dann laden wir den doch mal hier ein. Den Viktor. Da wird das ein rothaariges Kind. Wenn es ein Kind gibt, weiß man nicht. Müssen wir mal fragen. Der wird sogar gleich da sein. Dann warten wir mal auf der Veranda. Da ist er. Zack. Hereinbitten. Zack. Freundlich. Fotos teilen. Und dann machen wir noch nach Liebesleben fragen. Vielleicht hat er ja eine Frau. Flirten. Und fragen, ob er Single ist. Klappt sogar. Oh, er ist vergeben. Der hat ein bisschen so die Stimme von Homer Simpson, finde ich. Oh, Badgy Funa. Torka choosin? Gorobani. Gaba. Nizo brib. Chabe. Oh. Oh, Balimph. Milpa brib. So, dann machen wir noch einen Anmachspruch. Ina? Ach, auf einmal war er weg. Geht er jetzt auf Toilette? Er geht auf den, auf die Couch. Gehen wir hinterher.
Torkanu. Samso. Sabadon. Squarble Tarbahe. Das Kokett. Orbitak. Dibbelwis Varspa. Etzna. Komm, wir gehen mal aufs Ganze. Oh, hey. Huh. Ja, Bavon. Haspa. Er ist sehr kokett. Sie auch. Judith, ein neues Familienmitglied? Muss ich gleich mal in den Stammbaum gucken. So. Wir gehen mal aufs Ganze. Und er ist an der Angel. Wir haben uns mal eben den Viktor geangelt. In der Zwischenzeit gucke ich mal in den Stammbaum. Judith hat irgendwie ein Kind gekriegt. Da ist Julie. Ah, nein, die hat uns gratuliert für Zagi, glaube ich, ne? Zagi ist unser letztes Kind, weil hier haben wir nur unsere vier Enkel. Und dann ist hier, das müsste Tyson, Jäger, Alexei, da ist Zagi, der da. Das ist unser jüngstes. Und der Blonde ist Clint. Der einzige Blondschopf, guck mal in die. Alle Schwarzhaarige. Juri ist noch ein bisschen heller. Clint ist ganz blond. Und Alexei ist auch braunhaarig. Jäger und Tyson sind Zwillinge. Die sind etwas dunkelhäutiger. Jetzt ist da nochmal der Papa. Ach, Pierre Kingston. Yeah, der allererste, der so lange auf sich warten lassen hat. Ja, und Enkelkinder haben wir sonst nur noch die vier. Einmal von Flynn und einmal von Juri. Juri ist Blogger und Flynn ist Praktikant. Carol ist C-Promi. Rita ist Schülerin. Judy ist Schülerin. Alle sind Schüler. Estelle ist auch noch erwachsen, ne? Liebling der Fans. Gehen wir mal zurück ins Spiel. Carol ist aufgewacht. Carol muss auf Toilette. Dann braucht er noch sozial. Wann muss er zum Job? In 5 Stunden. Chatten? Na komm, wir suchen uns echte Sims, mit denen wir sprechen. Zum Beispiel die da. Hallo, freundlich vorstellen. Wer bist denn du? Du bist Marina Ruppertz. Hallo Marina. Da ist noch eine. Alles so alte Frauen hier. Was machen die hier? Wie, du musst gehen? Dann bist du dann die Nächste. Wer bist du? Charlotte Kreitz. Hallo, Charlotte. Ein sehr komisches Outfit hast du an. Deine Gesichtsfarbe ist auch irgendwie, also nicht die Farbe, sondern so, du bist ein bisschen, bist du krank? Hast du irgendeinen Ausschlag? Ist fleckig, ne? Wer bist du? Nora Jones. So. Oh, so. Dann teil mal Fotos. Du bist traurig. Warum bist du traurig? Weil sozial niedrig. Ja, aber jetzt hast du doch ganz viele. Unterhalte dich mit denen. Oh, Grinhoy. Nach Karriere fragen. Zurück zu Cherry. Dann testen wir doch mal. No, mach's kaputt. Ja, es hat funktioniert. So. Wir reparieren jetzt das Waschbecken, weil das ist ja kaputt gegangen. Und bedanken uns bei dem Viktor. Ey, wir waren 2 Sekunden weg. Jetzt hast du deine ganzen Chicksen hier verloren. Egal. Du bist immer noch sozial, nicht so
fit, ne? Komm, unterhalte du dich mal mit dem Victor einfach. Freundlich kennenlernen. Freundlich. Nach Karriere fragen. Und nach dem Tag fragen. Und, nein, du bist lustig, komm. Witz über Programmierer. Und lustige Geschichte. Und noch ein... Ach, die Warteschlange ist voll. Und du hast Hunger, Cherry. Schon wieder ein Stück Torte? Okay, du bist schwanger, du darfst das. Gut, sozial ist wieder grün. 3 Stunden musst du arbeiten. Wir reden einfach so lange noch ein bisschen mit dem. Lustige Sachen. Dann ist es besser für deine Karriere, ne? Carol, der Witzbold. Ciao, Tokibo. Sika. Abu, Abu. Frizak. Krin. Piv Travoy. Snares. Tugabor. Oh, Sanahoy Sambisi. Ein Klopf, Klopf, Witz. Yara Inazuk. Kisana. Yarba. Yip, yip, yip. Und Pantominen. Eine unverschämte Geschichte erzählen und eine lustige. Spul dich etwas vor. Level 4 Comedy. So, du kannst deine Tochter mal reinlassen. Ja. Du musst jetzt gleich arbeiten, ne? Komm, verschick eine glückliche SMS an Maurice Förster. Den laden wir mal ein. Der hat so eine Maske auf. Wir sind ja immer noch in diesem Dia de los Muertos. 20 Tage und 2 Stunden. Maurice war das. Maurice. Ich sehe den nicht. Seht ihr den? Oh, da ist er. Ziehen wir los und amüsieren wir uns. Okay. Ich hoffe, Carol geht zur Arbeit. Der muss ja besser werden. Aber wichtiger ist dieser komische Maurice, damit uns so einen komischen... Was sammelt man da? Köpfe? Ich glaube, Totenschädel oder so, ne? Schauen wir mal. Der hat jetzt nicht... Ne? Jetzt ist er weg. Toll, trifft sich hier mit uns und ist nicht gar nicht da. Einfach weggespawnt. Der hat auch keine Maske auf. Das klappt aber. Mit der Familie Bach hat das auch geklappt. Die Kinder sind auch nicht geschminkt. Scroll, scroll. Der ist bei der Arbeit. Also fleißig arbeiten. Die? Chloe auch nicht. Oh, Mensch. Ihr joggt hier alle, ne? Pierre findet, dass es cool ist, dass wir uns mit Viktor Gerlbauer angefreundet haben. Wenn der wüsste. Ich sehe hier nichts. Wir graben einmal. Menschen, Jasmin Holiday. Ja, aber wir haben doch schon nach der Herausforderung gefragt. Yuki Bär. Und da ist der komische Maurice, ne?
Nee, das ist ein anderer Clown. Wie heißt du? Patrick Offermann. Da ist der Victor. Den kennen wir schon. Du hast auch nichts an Schminke. Hier ist auch niemand. Klick, klick. Das passt nicht. Hiervon auch niemand. Aber wir haben eine Schatzkarte ausgegraben. Finden wir noch einen Stein? Dann können wir einen Schatz ausgraben. Schläft einer auf der... Da hat jemand die Mülltonne umgestoßen. Gemeinheit. Egal. Wir machen jetzt... Wir suchen jetzt nicht so komische, maskierte Typen. Bruna, Kusch. Cheshire, Binka, Wo bist denn du? Du tänzelst Richtung... Wo ist denn der Typ? Da sind die alle. Der Victor und die Lea und der Patrick. Einmal vorspulen. Und ein bisschen. Ah, noch nicht Romantik. Schwupp. Vorspulen. Oh, wir gucken uns die Wolken an. Schaut mal. Schön. Da liegen wir. Also Cheria und Patrick. Sieht gar nicht nach einem Patrick aus. Ja, wie ein Oscar. Aber wir freuen uns irgendwie mit dem Mann. Aber es war ja schwer, mit so Clowns anzuwenden, ne? Versuchen wir es? Oh, das klappt nicht. Egal, wir fahren jetzt nach Hause. Moritzbach. Ist das jetzt ein Bruder von den anderen? Familienmitglied? Keine Ahnung. Okay, Cherry hat Hunger und muss pieseln. Dann gehen wir mal einmal auf Vorspulen, damit wir wieder ins Haus kommen. Gucken, ob ob Carol mittlerweile wieder da ist. Und dann ist es auch schon recht spät, ne? Ich glaube, dann wird die Folge gleich enden. Aber erstmal gucken wir, ob der Carol wieder da ist. Also wir warten. Ich spiele so lange, bis Carol wieder da ist. Wenn nicht immer diese Ladebildschirme wären. Aber es ging ja flott. Wann hat der denn Feierabend? Bis 23 Uhr. Okay, das heißt, es ist nicht mehr lange. Wir kümmern uns um Cherias Bedürfnisse. Ich muss ja gucken, ob Carol befördert wurde. Und danach hat die Hunger. Dann öffnet sie den Kühlschrank und nimmt sich so eine Suppe. Was ist das für eine Suppe? Es gibt Suppe. Eine Butternut-Kürbissuppe, ja. Was ist das? Von Wolken geblendet. Kara 240 Simoleons mit nach Hause gebracht. Er hat gute Arbeit geleistet. Aber du bist nicht befördert worden. Dann wird die nächste Folge wahrscheinlich eine Beförderung mit sich bringen. Hoffe ich. So, ich ende dann hier.
sag dann einfach mal bis zur nächsten Folge und ich freue mich. Bis dann. Ciao.